Ja, wir sind hier bei der Kanu-Renngemeinschaft Schwerin. Gerade eben ist die Stadtmeisterschaft 2010 zu Ende gegangen. Gleichzeitig war heute das 20-jährige Jubiläum der Kanu-Renngemeinschaft Schwerin gewesen. Den ganzen Tag über haben wir spannende Rennen auf dem Faulen See gesehen. Und neben mir sitzt Michael Zachau, sportlicher Leiter der Kanu-Renngemeinschaft Schwerin, und Ronny Sasshöfer, derzeitiges Jugendtalent hier bei der Kanu-Renngemeinschaft. Ronny, seit wann bist du beim Verein? Seit anderthalb Jahren. Und wie bist du zum Verein gekommen? Ich habe vorher ein bisschen Drachenboot gemacht und da habe ich mir gedacht, das ist ja sowas Ähnliches, und dann bin ich eingestiegen. Also ihr habt bei den Schulmeisterschaften mitgemacht und dann hast du dir gedacht, das mache ich auch gerne, würde ich gerne mal in meiner Freizeit ausprobieren, und dann bist du zur Kanu-Renngemeinschaft Schwerin gekommen. Genau. Und hast du mittlerweile schon an ersten Wettkämpfen teilgenommen? Ich habe schon an einigen Wettkämpfen teilgenommen und war bei den meisten Wettkämpfen auch erfolgreich. Was war denn bisher dein größter Erfolg? Der größte Erfolg? Ja, ich würde sagen gestern. Gestern, würde ich sagen. Ist auch ganz, ganz frisch, weil deswegen weiß er das vielleicht noch gar nicht. Da hat er bei den Landesjugendspielen hier den Einer gewonnen. Mit deutlichem Vorsprung. Mit deutlichem Vorsprung. Michael Zachau, sportlicher Leiter, Sie sind ja nun schon seit einigen Jahren dabei. Wann sind Sie zur Kanu-Renngemeinschaft Schwerin dazugestoßen? Naja, genau genommen bin ich ja schon seit 1975 hier. Da hieß der Verein nicht Kanu-Renngemeinschaft, sondern damals noch Motor Schwerin. War eine Betriebssportgemeinschaft, hat einige Namen gehabt in der Zeit. Und aber 1990 bei der Gründung des Vereins Kanu-Renngemeinschaft Schwerin war ich dann auch anwesend. Ja, und auch von der ersten Stunde an dabei. Und seitdem sind jetzt sage und schreibe 20 Jahre vergangen. Was ist in diesen Jahren passiert? Na, ich denke mal eine ganze Menge. Ne? Wir haben ja das Allerwichtigste damals gehabt. Das war auch ein Grund, weshalb wir uns als Verein gegründet haben. Die Sicherung des Objektes, die Sicherung der Anlage für den Kanu-Rennsport, die Anlage auch wirklich für den Kanu-Rennsport am Leben zu halten. Darüber hinaus den Kinder- und Jugendsport in den anstrengenden Jahren nach der Wende hier am Leben zu halten und auch weiter auszubauen. Ich denke mal, beide Sachen sind uns ganz gut gelungen. Und als dritte Geschichte hatten wir dann den Drachenbootsport hier installiert und haben ihn zu einer der führenden Sportarten mittlerweile im norddeutschen Raum ausgebaut. Seit der Gründung sind ja mittlerweile Hunderte von Jugendlichen eigentlich die sportliche Schule bei der Kanu-Renngemeinschaft durchgelaufen. Was wären denn die größten Erfolge, die wir im Jugendsport, im Kanu-Rennsport vorzuweisen haben? Die größten Erfolge hatten wir im Kanadiersport, das was der Ronny jetzt auch macht. Da hatten wir mit dem Michael Nowak, mit dem Erik Lampe, mit dem Alexander Bachmann, hatten wir Sportler, die auf deutschen Meisterschaften etliche Medaillen, auch Goldmedaillen eingefahren haben. Das war Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends. Das waren die Sternstunden unseres Vereins, haben aber darüber hinaus immer wieder junge Sportler bis zu den deutschen Meisterschaften bringen können. Und die haben auch meistens immer Medaillen dort errungen. Und das war für unseren kleinen Verein immer eine schöne Sache. Ronny, du bist ja jetzt ganz frisch dabei. Hast du denn auch mal Lust, bei den deutschen Meisterschaften mitzumachen und da den einen oder anderen Erfolg nach Hause zu fahren? Na klar, es macht ja immer wieder Spaß, bei neuen Wettkämpfen teilzunehmen und neue Leute kennenzulernen. Wie ist das denn so? Wie groß ist denn deine Trainingsgruppe? Hast du schon viele Freunde hier beim Verein kennengelernt? Ja, also es sind schon einige dabei, die ganz nett sind. Nett sind eigentlich alle, bloß feste Freunde kann man ja nicht immer finden. Und ihr geht ja dann bei den Wettkämpfen auch regelmäßig zelten und fahrt in unterschiedliche Städte und so weiter. Wie macht dir das Spaß, also immer unterwegs zu sein? Ja, man lernt neue Städte kennen, wo man die noch gar nicht kennt, und das macht einfach Spaß. Herr Zachau, wir haben ja nun nicht nur im Kanu-Rennsport Erfolge gefeiert, sondern auch im Drachenbootsport. Bevor die Schweriner Drachenbootfeste groß geworden sind, war die Kanu-Renngemeinschaft eigentlich im Drachenbootsport als aktive Sportler ja eigentlich auch schon eine feste Größe in Deutschland. Wie hat das damals angefangen? Ja, da kann ich nur meinen alten Kumpel Manfred Russ grüßen, der den Drachenbootsport von Hamburg nach Schwerin gebracht hat. Einfach eine schlagkräftige Truppe suchte, und die hat er sich, das war natürlich naheliegend, in einem Kanusportverein geholt. Das waren dann wir. Wussten selber auch nicht, was das ist, haben dann aber relativ schnell Spaß gefunden, weil Drachenbootsport und Kanadierfahren ist ja so ziemlich ähnlich.
haben dann auch sehr schnell Erfolge gefeiert und mit diesen Erfolgen zuerst national, dann ab 1995 oder 94 auch international bis hin zu Weltmeisterschaftserfolgen, hat diesen Sport auch salonfähig gemacht. In Schwerin, in Norddeutschland und überhaupt in Deutschland. Und über diese Erfolge, die wir als Sportler errungen haben, haben wir den Sport auch hoffähig gemacht, haben dann angefangen, eben als Sportler auch Drachenboot-Veranstaltungen zu organisieren. Und als dann die Knochen etwas morscher wurden, haben wir uns dann nur noch auf das Veranstalten konzentriert, richten mit zwei großen Veranstaltungen im Jahr eigentlich hier in Norddeutschland führende Drachenboot-Veranstaltungen aus. Und die Leute kommen immer wieder gerne nach Schwerin. Ein Highlight ist ja sicher das Drachenboot-Festival am Pfaffenteich, das jedes Jahr im August stattfindet. Wie viele Drachenbootsportler nehmen denn da so im Schnitt jedes Jahr teil? Na, wir haben auf dem Pfaffenteich so ca. 110, 120 Mannschaften, also ca. 2.500 aktive Teilnehmer. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge Leute, die wir da organisieren müssen, die dort ihre Wettkämpfe fahren. Das ist für unseren Verein. Wir sind ja nicht so sehr groß, immer eine richtig große Herausforderung. Bis jetzt hat es immer gut funktioniert, den Teams hat es immer gut gefallen. Die waren gerne hier, kommen auch immer gerne wieder. Und ich denke mal, ein paar Jährchen wollen wir das noch machen. Ein Highlight der 20-jährigen Geschichte war mit Sicherheit ja auch die Drachenboot-Weltmeisterschaften 2005 hier in Schwerin. Wie ist es damals überhaupt dazu gekommen? Wie haben wir die Drachenboot-Weltmeisterschaften bekommen? Ja, das war eine ganz kuriose Sache, die Drachenboot-Weltmeisterschaft des internationalen Kanu-Verbandes, Kanu Federation, wollte die Weltmeisterschaft in Spanien, meine ich jetzt, glaube ich, ja, in Spanien ausrichten. Da gab es Probleme mit der Absicherung der Veranstaltung, auch mit der finanziellen Absicherung. Dann ist der internationale Kanu-Verband und der deutsche Kanu-Verband an uns herangetreten, weil wir schon Erfahrung hatten mit großen Events in der Art. Haben wir auch schon deutsche Meisterschaften ausgerichtet. Und ob wir in der Lage wären, kurzfristig einzuspringen und aus dem Nichts heraus so eine Mammutveranstaltung aus dem Boden zu stampfen. Und da waren wir natürlich sehr geehrt. Wir haben das auch gemacht und wirklich in Rekordzeit eine Veranstaltung aus dem Boden gestampft, die damals wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Wenn man zurückblickt auf das Jahr 2005, dann muss man ja schon sagen, dass man hier in Schwerin wirklich einmalige Bedingungen hat. Damals haben wir ja nicht nur mit dem Theater, mit der Stadt, mit der Werbeagentur Maxpress, mit der Stadtmarketing GmbH zusammengearbeitet, sondern auch mit vielen anderen Organisationen in und um Schwerin. Was macht Schwerin so besonders? Warum finden wir hier die größten Drachenboot-Events Europas? Naja, wir sind sehr lange dabei schon, das darf man nicht vergessen. 92 haben wir die ersten Wettkämpfe gehabt. Damit waren wir eine der ersten Veranstaltungen überhaupt in Deutschland in der Größenordnung. Und ich sag mal, das sind dann auch Traditionen, die fortgeführt werden. Und diese Tradition, die ist eben typisch für Schwerin, Drachenbootsport. Wir sind ja Stadt der sieben Seen. Drachenbootfahren hat auch was mit Wasser zu tun. Es gibt ja unzählige Mannschaften, die auf den verschiedenen Seen trainieren. Wir bei uns haben ca. 20 Mannschaften, die trainieren. Es gibt auf dem Schweriner See, auf anderen Gewässern Teams, die trainieren. Und wo viel Wasser ist, sind viele Paddler und demzufolge auch Drachenbootfahrer. Wenn man in die Zukunft mal schaut, was sind so die Wünsche, die Sie an den Verein richten wollen? Also wo soll es in Zukunft hingehen? Wo ist noch Verbesserungspotenzial? Wenn es nach Wünschen geht, wünsche ich mir natürlich, dass der Ronny, der heute einen großen Pokal bekommen hat und Medaillen ohne Ende, dass der dann in zwei Jahren auch wirklich bei deutschen Meisterschaften startet und da ähnlich erfolgreich ist wie vielleicht heute. Das wäre so ein kurzfristiger Wunsch, obwohl es noch zwei Jahre hin sind bis dahin maximal. Und langfristig gesehen, dass er nicht der einzige junge Sportler ist, der dann Erfolge einfährt, sondern dass wir immer ausreichend junge Jungs und Mädchen haben, die den Kanadier- und Kajaksport ausüben und dann auf Meisterschaften erfolgreich sind und dass es uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten gelingt, dieses Gelände hier zu halten am Faulen See und den Verein immer, wie man so schön sagt, mit der Hand bei Wasser und dem Kiel vorantreiben. Ronny, was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Also dieses Jahr finden ja auch die norddeutschen Meisterschaften statt und da möchte ich gerne dabei sein und auch relativ gut abschneiden und auch weiterhin dran teilnehmen und auch bei höheren Wettkämpfen mitmachen. Da wünsche ich euch beiden viel Erfolg und hoffentlich, dass wir uns in 10 Jahren beim 30-jährigen Jubiläum wieder bei solch gutem Wetter und bei solch guter Stimmung wiedersehen. Dankeschön.